Huawei gibt's auch noch und hat für 2021 zwei richtig starke Tablets im Gepäck, nämlich das MatePad 11 und das MatePad 12,6 Zoll. Beide Bretter laufen dabei mit Huaweis neuem Betriebssystem Harmony OS. Durch den US-Bann kann Android ja leider nicht mehr stattfinden auf Smartphones und Tablets von Huawei. Und Huawei möchte das auch gar nicht. Huawei möchte lieber ihr eigenes Ding machen. Und das sieht auch richtig gut aus, was Huawei da fabriziert hat. Wir blicken auf ein wirklich freundliches, modernes Betriebssystem, das bei der Bedienung richtig Spaß macht. Aber die Optik kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass man vielleicht so das ein oder andere Problem hat, seine Lieblings-App auf das Tablet zu bekommen. Das Grundproblem bleibt also, die großen Apps aus dem Silicon Valley, sei es jetzt Facebook, Airbnb oder Instagram, die finden jetzt hier nicht statt. Für vieles bietet Huawei aber schon adäquaten Ersatz, sei es nur die Karten-App People Maps. Und ein Oder fällt mir leider gerade absolut nicht ein. Es tut mir leid, aber ja, muss auch irgendwie, ja. Ne? Dennoch, sei es jetzt Netflix oder Amazon Prime Video, also die Apps, die man auch auf einem Tablet nutzen sollte, die sind trotzdem vorhanden und funktioniert auch alles einwandfrei. Und es ist auch gut, dass es funktioniert, denn das Display der beiden Tablets ist wirklich eine Wucht. Wenn man mit den Softwarehürden leben kann, dann bietet Huawei wirklich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, beispielsweise mit dem MatePad 11, das hier jetzt 400 Euro kostet. Und Huawei legt dazu auch noch einen Stylus, also so einen Stift, mit dem man dann auf dem Tablet schreiben kann. Und man bekommt hier auch mit dem Snapdragon 865 einen High-End-Chip aus dem letzten Jahr. Und ja, da ist auch Mobile Gaming in höheren Einstellungen einfach gar kein Thema und Fotobearbeitung und Co. natürlich ebenfalls nicht. Super Spaß macht auch das Display, das neben einer Full-HD-Auflösung auch noch schöne, flüssige 120 Hertz beherrscht. Keine Wünsche offen lässt auch die Akkulaufzeit mit 14 Stunden. Schön wäre allerdings gewesen, wenn wir irgendwo an dem Tablet noch einen Fingerprint-Sensor gefunden hätten. Also viele Hersteller integrieren das im Rahmen, Huawei jetzt in dem Fall nicht. Aber im Rahmen befinden sich immerhin noch vier Lautsprecher. Beim MatePad Pro 12,6 Zoll bekommt man für 800 Euro auch ein bisschen mehr, vor allem auch Bilddiagonale, als beim kleineren MatePad 11. Wir blicken hier beispielsweise auf ein OLED-Display und das hat wirklich eine herausragende Qualität, gute Kontrastwerte, aber bei der Leuchtkraft könnte Huawei noch eine Schippe drauflegen. Was uns auch ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass Huawei für das Geld nicht die 120 Hertz aus dem MatePad 11 übernommen hat. Hier, tja, blicken wir nämlich auf ein 60 Hz Panel. Verarbeitungstechnisch ist Huawei auf einem guten Niveau unterwegs für das Geld. Leistungstechnisch blicken wir hier wieder auf ein Top-Tablet. Huawei verbaut da zwar einen eigenen Chipsatz, der ist aber leistungstechnisch auf dem Niveau eines Top-Android-Chipsatz aus diesem Jahr. Praktisch ist, dass das MatePad Pro kabelloses Laden unterstützt. So kann man einfach seine kabellosen In-Ear-Kopfhörer hier drauflegen oder auch sein Smartphone und das einfach per Reverse Wireless Charging dann laden. Das unterstützen wirklich die wenigsten Tablets heutzutage. Und wo wir gerade beim Thema Strom sind, das Tablet hält mit 14 Stunden richtig ordentlich lange durch und lässt sich dank 40 Watt Netzteil auch wieder richtig ruckzuck aufladen. Da können sich die anderen Hersteller ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Lautsprecher hat Huawei natürlich auch verbaut und davon gleich vier Stück im Rahmen auf jeder Seite. Und die bieten einen wirklich ausgewogenen und sauberen Klang, was man jetzt auch bei den Tablets eher selten hat, ehrlich gesagt. Bis auf iPad Pro vielleicht. Ja, also wer sich mit dem etwas verringerten App-Angebot arrangieren kann, der bekommt mit dem MatePad Pro ein leistungsfähiges Tablet mit super Display, auf dem sich Filme schauen und Gaming richtig lohnt.